Ihren Hund Getreide, aber nicht kohlenhydratfrei ernähren möchten, wäre Amaranth zum Beispiel eins der Kohlenhydrate, die empfehlenswert sind. Das ist eine sehr hochwertige Kohlenhydratquelle und Amaranth hat allerdings weniger Kohlenhydrate als so herkömmliche Getreidesorten. Es hat wichtige Mineralstoffe wie zum Beispiel Calcium oder auch Magnesium und wichtige Spurenelemente wie zum Beispiel Eisen. Amaranth verfügt über hochwertige Ballaststoffe, was wichtig für die Verdauung ist. Dann hat Amaranth die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Das sind essentielle Fettsäuren, was bedeutet, der Körper kann diese Fettsäuren nicht herstellen. Er muss sie aus der Nahrung zugefügt bekommen. Aber das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren, das ist nicht ideal. Das sollte in dem Rahmen von 1:1 bis zu maximal 1:4 sein. Das Verhältnis ist ja wesentlich höher. Andererseits ist Amaranth eine sehr hochwertige Kohlenhydratquelle. Also man sollte von daher dann immer noch mit einem hochwertigen Öl entgegenwirken. Also zum Beispiel mit Leinöl. Und man sollte natürlich auch Amaranth jetzt nicht unbedingt täglich füttern, sondern man kann ja auch Hirse nehmen, Buchweizen, da gibt es ja eben noch andere Kohlenhydratquellen. Dann verfügt Amaranth über die essentielle Aminosäure Lysin. Und Lysin ist wichtig für die Herstellung von L-Carnitin und auch für Kollagen. Kollagen ist wichtig fürs Bindegewebe, für eine schöne Haut. Und L-Carnitin spielt eine große Rolle im Fettstoffwechsel und für den Muskulaturaufbau. Wenn Sie Nahrungsmittel verwenden, die ein ungünstiges Verhältnis zwischen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren haben, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall Amaranth, oder auch wenn Sie Fleisch füttern, was aus einer Massentierhaltung stammt, dann sollte mit einem hochwertigen Öl entgegengewirkt werden. Und damit meine ich speziell Leinöl oder auch ein Fischöl. Solche Öle wie Olivenöl, Mandelöl, Borage-Öl, das sind natürlich auch alles hochwertige Öle, aber da ist das Verhältnis zwischen diesen speziellen Fettsäuren auch nicht ideal. Und beim Fischöl ist noch anzumerken, wenn Sie jetzt zum Beispiel Lachsöl einsetzen, da bitte darauf achten, wo der Lachs herkommt. Zum einen ist Lachs leider oft von Schwermetallen belastet. Lachs ist ja ein recht fetter Fisch, sodass sich dann auch Schwermetalle eher dann im Fettgewebe speichern. Und dann kommt ja auch noch hinzu, bei Pazifiklachs ist ja auch schon Strontium festgestellt worden, dank Fukushima.